Freue dich nun auf den zweiten Teil des Interviews mit Simon Reutershahn, dem Steuerberater und Rechtsanwalt, dem Experten für Immobilien, Immobiliengestaltung. Freue dich auf viele neue Tipps und Tricks. Wichtig, hör dir unbedingt den ersten Teil an, denn da gab es schon sehr, sehr viel zu hören und der zweite Teil baut auf dem ersten auf, ist die Fortsetzung des ersten Teils. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir die Möglichkeit besprochen, das Familienhaus an die Frau zu übertragen, steuerfrei, wunderbar. Ich habe also eine neue Vermögensposition bei der Frau aufgebaut. Wenn ich das an das Kind übertrage, habe ich aber diese 200 Quadratmeter Grenze. Ja, da kommt der große Neideffekt des Gesetzgebers. Finanzbeamte leben nur in Häusern, die kleiner sind als 200 Quadratmeter. Dementsprechend ist die Übertragung des Familienwohnheims auf die Kinder nur dann oder nur so weit steuerbefreit, soweit es nicht größer als 200 Quadratmeter ist. Und vor allem müssen die Kinder dann noch einziehen. Also die Übertragung im Erbfalle auf die Kinder steuerfrei gilt nur dann, wenn die Kinder 10 Jahre lang dann in dem Familienwohnheim auch wohnen. Was Ups. Die Kinder vielleicht auch nicht immer so schön finden. Ja, ja. Im praktischen Leben ist mittlerweile so, die Kinder sind woanders, haben eigenes Eigentum, leben vielleicht im Ausland, arbeiten in einer ganz anderen Stadt und die sollen dann, um Steuern zu sparen, in das Familienhaus einziehen. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt und da achten aber dann gute Erbrechtsanwälte natürlich auch drauf, wenn also ein Testament gestaltet wird, dass dann im Erbfall möglichst das Familienwohnheim dem einen dem Ehegatten zugewendet wird, der dann eben so wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit drin wohnen bleiben wird und nicht den Kindern zugewendet wird, die da vielleicht schon längst ausgezogen sind, in einer Stadt wohnen und ähnliches. Die Kinder können ja stattdessen vernünftige Vermächtnisse bekommen. Also da müssen Steuerrecht und Erbrecht Hand in Hand gehen. Und da ist dann eben ein guter Notar, der sich da auskennt, gefragt, dass man da ein vernünftiges Testament aussetzt. Beziehungsweise guter Steuerberater, wie du das machst, das im Prinzip schon von vornherein einplant in die Konzeption. Ganz klar, der dann eben, wenn es darum geht, das Testament zu erstellen, vielleicht auch in Zusammenarbeit dem Notar sagt, denk doch bitte bei der Testamentserstellung daran, folgende Regelung oder folgende Besonderheiten zu beachten. Ja, ja, ganz klar. Aber nochmal zurück, im Todesfall, Mann verstirbt, Frau erbt dann das Einfamilienhaus, damit es steuerfrei bleibt, muss sie 10 Jahre drin wohnen bleiben. Wenn man das mal in Praxis sieht, sagen wir mal, wenn einer normal stirbt von der Lebenserwartung her, mit 80 beispielsweise verstirbt der Mann, Frau ist vielleicht 5 Jahre jünger, ist 75, die muss also 10 Jahre in dem Haus wohnen bleiben, Leute, damit das Haus steuerfrei bleibt. Das ist das, was viele Leute nicht im Fokus haben. Die denken immer an ein Familienhaus, Selbstbewohnzimmer steuerfrei, so war es früher ja mal gewesen, ist nicht mehr der Fall. Das heißt, auch das spricht dafür, frühzeitig das Eigenheim auf die Frau beispielsweise zu übertragen, ist gerade dann, wenn der Altersunterschied größer ist, wenn man einige Jahre älter ist als die Frau beispielsweise oder wenn die Frau gar kein Vermögen hat, um mal die 10-Jahresfristen auch auszunutzen, um Geld rüberzubringen, ohne viel Steuern bezahlt zu haben. Aber lass mich das noch mal eben sagen, mit 75 noch 10 Jahre im eigenen Haus wohnen bleiben, wenn es steuerfrei bleibt, da kommt das Emotionale dazu, will ich in dem Haus weiter wohnen, wo ich mit meinem Mann praktisch über die Jahre hinweg Kinder großgezogen habe, will ich das dann nicht überverkaufen, mich kleiner setzen, vielleicht zu groß. Und was ist, wenn ich ins Pflegeheim komme? Dann fällt auf einmal eine Steuer an. Ja, beim Pflegeheim hilft das Gesetz tatsächlich, also wenn ich nicht mehr da wohnen kann, also nicht aus freier Entscheidung das Haus verlasse, sondern weil ich es verlassen muss, dann fällt die Steuerpflicht nicht an. Das ist eine. Wegen dem Pflegefall aber. Genau, wegen dem Pflegefall. Ja. Aber wenn ich einfach sage, ich will jetzt eine Seniorenwohnung ziehen, ist was anderes. Das Haus wird zu groß, will mich verkleinern, dann bin ich auch in der Besteuerung. Und das kann auch 2 Jahre später stattfinden. Ne? Und das wird im Prinzip vergessen, ich bleibe drin wohnen, irgendwie 2 Jahre später zieht dann die Witwe aus dem Haus, dann greift das Finanzamt trotzdem zu und die Steuer wird dann noch fällig. Ja. Da hilft dann manchmal nur noch Kommissar Zufall, dass das Finanzamt den Auszug nicht mehr bemerkt und vielleicht es vergisst, aber auf diesen Zufall möchte ich natürlich als Berater nicht wetten, sondern da sagt das Gesetz eindeutig, bei Auszug fällt die Steuer an, ist so. Ja. Und das kann teuer werden, denn
wenn ich nicht nur das, selbst ein kleines Reihenhäuschen im Vorort hat mittlerweile 600.000 Euro wert, und wenn ich dann 600.000 mal 7%, 13%, 20% nehme, kann das immer richtig Geld kosten. Das ist richtig Geld. Und das sollte man lieber in der Familie belassen. Ja. Ja. Jetzt gehen wir vom Einfamilienhaus, jetzt gehen wir mal über den Bereich Vermietung und Verpachtung. Es gibt da viele Leute, die mobilen Vermögen haben, wo Mieter drin sind, also Einkunftsart Vermietung und Verpachtung. Was kann man denn da ein bisschen optimieren? Ja, das ist eigentlich so der Paradefall, wo man schöne Gestaltungen machen kann im Familienverbund. Wir haben da zwei sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Die eine ist so ein bisschen mehr einkommenssteuerlich getrieben und die andere ist ein bisschen mehr erbschaftssteuerlich getrieben. Viele Mandanten kommen an und sagen, meine Steuerlast ist zu hoch. Wir haben hier hohe Vermietungseinkünfte, ich sprach eben von den 400.000 Euro im Jahr. Da bin ich ja schnell bei meinem 45% Steuersatz. Und da hilft es natürlich, die studierenden Kinder an den Einkünften zu beteiligen. Denn dann habe ich insgesamt 4 Personen, die das Ganze versteuern, und da unser Einkommensteuerrecht progressiv ist, kann ich eben, wenn ich die 400.000 durch 4 teile beispielsweise, versteuert jeder 100.000er seinen Steuersatz, und dann ist er nicht mehr bei 45, sondern vielleicht bei 35%, spare ich also 10% Steuer. Das ist so der typische Fall, wie ich Einkommensteuer sparen kann, indem ich eine Personengesellschaft gründe. Ich verteile einfach die laufende Last auf mehrere Köpfe. Wobei die Personengesellschaft zusätzlich den schönen Vorteil hat, eben der Erbschaftssteuer, da komme ich gleich nochmal drauf. Die andere Möglichkeit, eben Einkommensteuer getrieben, ist die, oder laufende Steuerlast getrieben, ist die Einbringung von Immobilien in der GmbH. Jetzt haben wir ja GmbH, schrecklich. Aber die GmbH hat den großen Vorteil, ich habe 15% Körperschaftssteuerbelastung auf meine laufenden Einkünfte. Und ich habe in der Regel auch eine Gewerbesteuerfreiheit in meiner GmbH, weil ich die erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen kann, gewerbesteuerrechtlich, wenn die Immobilien mein Besitz sind, sodass ich also auf meine laufenden Einkünfte nur eine Steuerlast von 15% habe. Statt 40, ne? Statt 40. Mhm. Und zusätzlich habe ich noch, weil das ganze Betriebsvermögen ist, 3% AFA bei vermieteten Mehrfamilienhäusern. Statt 2%. Statt 2%. Mhm. Das heißt, ich habe zwei erhebliche Vorteile in der laufenden Besteuerung, wo viele natürlich, die steuerbetrieben sind, sagen, das ist ja super. Ja. Denn ich kann ja die Steuerlast, die ich spare, wunderbar einsetzen und neu zu investieren. Und entweder schaffe ich neue Immobilien in der GmbH an oder ich saniere und kann nachher teurer vermieten, wiederum mit niedrigerer Steuerbelastung. Das heißt, solange ich das Geld aus der GmbH nicht raushole durch eine Ausschüttung oder ein Geschäftsführergehalt, kann ich den Thesaurierungseffekt, den sogenannten, nutzen, kann sagen, das Geld, was ich steuerlich spare, kann ich reinvestieren. Super Vorteil. Ja. Ein Riesennachteil hat die ganze Sache. Die Immobilien sind auf einmal Betriebsvermögen. Das heißt, die Veräußerung, die steuerfrei nach 10 Jahren, die ich sonst habe, die fällt weg. Und das ist dann wiederum für viele Mandanten ein Totschlagargument, dass sie sagen, nee, diese einzige Möglichkeit, steuerfreie Gewinne zu vereinnahmen, die es in Deutschland noch gibt, die möchte ich mir nicht nehmen. Mir ist diese Chance der steuerfreien Veräußerung wichtiger als die laufende niedrige Besteuerung. Viele andere sagen, ja, Herr Reutershahn, ich bin ja gerade hier, weil ich möchte ja das Familienvermögen zusammenhalten auf Dauer, über die nächsten 3, 4 Generationen. Ich will ja gar nicht verkaufen. Also ist mir doch viel wichtiger, eine niedrigere laufende Besteuerung zu haben, als irgendwann mal potenziell steuerfrei verkaufen zu können. Und das ist dann der Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss, was ist mir wichtiger? Ist mir die laufende niedrige Besteuerung wichtig? Dann kann die GmbH eine super Möglichkeit sein. In den Fällen, wo man eben sagt, ich möchte meinen Kindern, meinen Enkelkindern aber auch die Möglichkeit geben, zu veräußern, dann ist die Personengesellschaft, die Vermögensverwaltende, eigentlich die Gesellschaft der Wahl, weil ich da die 10-Jahresfrist weiterhin für mich gelten habe. Aber da haben wir ja diese 3-Objektgrenze, ne? Ja, das ist auch richtig. Da muss man dran denken. Ich habe zwar... Sag jetzt mal, was das bedeutet, ja, für das Community. Ja.
Es geht immer auch durch das Eingemachte. Das na ist klar, schon, mal, das ist in der Sache. Wir wollen hier richtig Hex rausjagen. Ja. Mal, einfach kann jeder. Also, dann fangen wir mal an. Soll jeder hören, was du drauf hast. Da. Eine steuerfreie Veräußerung von Immobilien nach 10 Jahren, also wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung mindestens 10 Jahre vergangen sind, ist nur dann möglich, wenn diese Immobilie tatsächlich mein steuerliches Privatvermögen ist. Das Steuerrecht unterscheidet zwischen privatem Vermögen und Betriebsvermögen. Und der Gesetzgeber hat das nicht so richtig geregelt. Wann ist eine Immobilie, die ich vermiete, im Privatvermögen und wann im Betriebsvermögen? Da gibt es verschiedene Argumente. Man sagt also beispielsweise, wenn sich jemand verhält wie ein Händler, also regelmäßig an- und verkauft, dann ist er eigentlich ein Immobilienhändler und keine private Immobilienvermieter. So, und weil diese sogenannte Händlerrechtsprechung aber schwierig ist, weil da sind tausende Indizien, die eine Rolle spielen können, habe ich Erfahrung in dem Bereich, wie oft mache ich das, in welchem Zeitraum hat der Bundesfinanzhof irgendwann die sogenannte Drei-Objekt-Grenze als Indiz angeführt und hat gesagt, immer dann, wenn ich mindestens 3 Objekte in einem Zeitraum von 5 Jahren an- und verkaufe, dann verhalte ich mich typischerweise wie ein Händler und dann sind meine ganzen Immobilien nicht mehr Privatvermögen, sondern Betriebsvermögen. Und dann gilt die 10-Jahres-Grenze nicht mehr, dann gibt es keine steuerfreie Veräußerung mehr und dann ist alles, was ich besitze, im Betriebsvermögen auf einmal. Und das muss man vermeiden. Und da kann ich eigentlich nur einen wirklich guten Tipp geben, haltet eure Immobilien immer länger als 10 Jahre. Denn alle Immobilien, die länger als 10 Jahre sind, sind laut Finanzverwaltung und laut Bundesfinanzhof keine Objekte im Sinne dieser 3-Objekt-Grenze. Das heißt, die fallen da nicht rein. Also nach 10 Jahren kann ich 10 Objekte verkaufen. Nach 10 Jahren kann ich verkaufen, ja, so viel und was ich, ja, will. Genau. Da muss ich zwar immer noch an die Händlerrechtsprechung denken, aber die spielt auch dann aus meiner Sicht kaum eine Rolle. Also haltet die Sachen 10 Jahre, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann gilt keine 3-Objekt-Grenze, dann gilt die 10-Jahres-Frist, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vor allem der nächste Punkt ist ja, was zählt alles als Objekt? Ich habe Mandanten, die haben 100 Wohnungen auf einem Flurstück, das ist ein Objekt. Ja. Andere haben ein Mehrfamilienhaus, was aufgeteilt ist in 4 Wohnungen. Wenn die dieses Mehrfamilienhaus verkaufen mit 4 Eigentumswohnungen... Also aufgeteilt, dass es eine Teilungserklärung ist, das sind dann 4 Objekte. Ja, ganz klar. Ja, ja. 4 Objekte, obwohl, ja, ich nur ein Haus verkaufe. Ja. Der andere verkauft 5 Häuser mit 100, ja, Wohnungen und hat, ja, nur ein Objekt. Also es ist... Das heißt, das muss eigentlich schon bei dem Objektkauf geplant werden. Ne? Ja. Da fängt ja schon die Beratung an. Das, ja, also du eben sagst, Leute, geht nicht einfach Notar, kauft ein Objekt, sondern setzt euch vorher mit einem guten Berater zusammen, sagt, ich habe das und das vor, wo liegen Vor- und Nachteile, wer soll kaufen, wie macht man das Ganze? Genau. Da fängt die Beratung an, vor dem Kauf. Ist so. Ja, ist so. Ganz wichtig. Denn auch das, was ich gemeinsam mit meinen Kindern und meiner Frau kaufe, brauche ich hinterher nicht mehr zu übertragen. Das heißt, wenn ich früh genug anfange, mir Gedanken über eine Familienpersonengesellschaft zu machen oder über eine Immobilien GmbH und kaufe das Objekt direkt da rein, dann habe ich hinterher kein Problem mit Schenkungssteuer und mit Erbschaftssteuer und mit Grunderwerbsteuer, sondern dann baue ich das Vermögen ja direkt bei meinem Ehepartner, bei meinen Kindern auf. Mhm. Und jeden Euro, den ich oder den die Mieter für mich tilgen, der ist Vermögensaufbau bei der ganzen Familie. Ja. Das heißt, je früher ich anfange nachzudenken, desto mehr kann ich nachher sparen. Ja, richtig. Nochmal zurück auf die Vermögensverwaltende, was du eben gesagt hast. Ich habe diese 15% Besteuerung nur. Das möchten aber viele nicht, weil sie dann in die Besteuerung reinkommen, weil sie als gewerblich gelten. Mhm. Und das heißt, wo der Verkauf eines Objektes steuerpflichtig ist, oder dann viele sagen, nee, dann will ich lieber im Privatvermögen das Ganze belassen. Aber ich habe jetzt herausgehört, wenn ich doch viel Immobilienvermögen habe, dann habe ich ja eh das Thema, dass ich sehr wahrscheinlich meine Immobilie umdrehen muss. Da komme ich in die Besteuerung rein, habe aber trotzdem zuerst einmal den Vorteil, dass ich geringere Ertragssteuer nicht bezahle. Und da habe ich ja den Effekt, dass ich zuerst einmal mehr Geld investieren kann in Immobilien. Es bleibt mehr Geld drin, um zu renovieren, um Objekte durchzusanieren, die Miete anzupassen etc. Jetzt reden wir über die GmbH. Ja, und Vermögensverwaltende, ne? Genau, ja. Vermögensverwaltende GmbH, wenn man so will, genau richtig. Ja, da ist es so, wenn ich also, es kann Sinn machen, selbst wenn ich plane zu verkaufen, dann muss ich vielleicht mal den sauren Apfel beißen und einen Veräußerungsgewinn versteuern in der GmbH. Mhm.
der aber ja dann auch trotzdem nur gering besteuert ist, kann dann und habe aber vorher über viele Jahre eben den Thesaurierungseffekt genutzt. Das ist auch ein Rechenexempel. Das heißt, wenn ich einfach mal rechne, die nächsten 15 Jahre, was spare ich tatsächlich an Ertragssteuer laufend? Was habe ich für einen Vorteil durch die höhere AFA? Dann kann das deutlich höher sein. Als das war praktisch die Differenz zwischen 15% zu 40% Ertragsbesteuerung und eine AFA von 2 zu 3%. Genau. Rechne das mal über 10 oder 12 oder 15 Jahre. Ja. Plus den Zinseffekt durch die Reinvestition. Das kann ich das schon wieder teurer vermieten, Mietanpassung machen. Ja. Das kann viel höher sein als die steuerfreie Veräußerung. Klar, wenn meine Immobilie im Jahr 15% Wertsteigerung hat, dann kann ich das nicht aufholen. Aber wenn nicht jede Immobilie liegt in Köln-Lindenthal und wenn ich eben eine Gewerbehalle habe im Ruhrpott, dann ist die Wertsteigerung da vielleicht nicht so riesig wie der Vorteil, den ich habe durch die niedrige Ertragssteuerbelastung, ganz klar. Der Trend geht zu dieser Immobilien GmbH. Mhm. Das kann natürlich keiner dafür garantieren, wie lange die gewerbesteuerliche Freistellung noch erhalten bleibt. Denn je mehr Leute es machen, desto eher fällt der Finanzminister auf und desto eher kommt er auf den Gedanken, die Reichen werden noch reicher. Dann kommt wieder ein neues Gesetz. Ja, aber so lange kann man es aussetzen. So lange kann man es. Du hattest eben das Stichwort gegeben, Spardosen GmbH. Ja, das ist eben wieder so ein Steuerberaterbegriff. Das meint im Endeffekt die Möglichkeit, in einer GmbH niedrig besteuert Vermögen aufzubauen. Solange es nicht ausschüttet, habe ich auch keine Abgeltungssteuerbelastung, sondern wirklich nur 15 oder maximal 30% Ertragssteuerbelastung. Wir bleiben also 70 von 100 übrig, um zu reinvestieren, sodass ich also solche GmbHs nutzen kann, um eben langfristig Vermögen aufzubauen, niedrig versteuert. Mhm. Und wenn ich an so einer GmbH meine Kinder, meine Ehepartner, vielleicht sogar Enkelkinder frühzeitig beteilige, dann ist das natürlich auch noch ein Rieseneffekt, um eine spätere Steuerbelastung durch Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer komplett zu vermeiden. Mhm. Denn alles das, was an Vermögen direkt bei denen aufgebaut wird, ist nachher nicht mehr zu übertragen. Richtig, ja. Und man kann natürlich weitergehen, ich muss es ja nicht nur auf Immobilien beziehen, ich kann ja auch Wertpapiere in so einer GmbH anlegen, die dann eben auch wiederum niedrig besteuert sind. Ich kann mich an anderen Gesellschaften beteiligen, wo ich vielleicht nur 5% Belastung habe auf Ausschüttungen, die in dieser sparlosen GmbH lassen, dass man es wie eine Art Holding nutzt. Ich kann in so einer GmbH sogar noch eine Pensionszusage für mich selbst oder für meine Ehefrau oder für wen auch immer aufbauen, die dann noch einen zusätzlichen Steuerspareffekt hat. Ja. Und so kann ich eben hier eine Spardose für die gesamte Familie aufbauen. Mhm. Und so baut man über Generationen weg Vermögen auf, nicht wahr? Ja, ganz klar. So geht's. Jetzt haben wir eben außen vor gelassen die Personengesellschaft, die ja eigentlich so die typische Familiengesellschaft ist. Also die meisten Mandanten nutzen trotz allem immer noch die ich sage mal Familien GbR oder Familien KG, wo man eben sagt, okay, ich binde meinen Ehepartner, meine Kinder in eine GbR schon mit ein. Die GbR ist dann per se vermögensverwaltend erstmal, solange sie sich nicht wie ein Händler verhält. Und ich kann so die Steuerlast auf viele Köpfe verteilen, kann so eben auch eine Progressionsminderung vornehmen in der Personengesellschaft. Jeder versteuert eben nach seinem persönlichen Steuersatz das, was ihm zufließt aus der Personengesellschaft. Ich habe den schönen Vorteil, in der Personengesellschaft bin ich in der Vertragsgestaltung sehr, sehr frei. Freier als in der GmbH, in der Kapitalgesellschaft. Das heißt, ich kann meinen Kindern beispielsweise schon größere Vermögensanteile über die Personengesellschaft zukommen lassen, mache aber die Erträge, verteile ich noch zum größten Teil bei den Eltern. Oder in der KG kann ich die Kinder als Kommunizisten mit reinnehmen, die haben wenig Mitspracherecht, haben aber trotzdem eben schon einen schönen Gewinnanteil. Die Eltern bestimmen aber noch bis auf Weiteres die Geschicke dieser Personengesellschaft. Man kann auch eine vermögensverwaltende GmbH und Co. KG sogar andenken, wo man dann sagt, ja, wenn die Kinder später nicht sich selbst um die Verwaltung kümmern wollen, können die bei großen Vermögen sogar einen Fremdgeschäftsführer als Geschäftsführer dieser Vermögensverwaltung GmbH und Co. KG anstellen,
der sich dann um die Belange, Hausverwaltung etc. kümmert, wenn die Kinder eben das nicht selber machen wollen. Das lohnt sich aber vor allem bei großen Vermögen. Ja. Also als Botschaft kommt natürlich rüber, alles ist möglich. Und ob es passt, das muss individuell wirklich ausdiskutiert werden. Nicht jede Maßnahme ist für jeden gleich gut. Das ist doch eigentlich die Botschaft, die jetzt rüberkommt, oder? Das ist die Botschaft. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt kein Modell, was nur Vorteile hat. Nicht jedes passt für jeden, sodass man wirklich in mehreren Gesprächen und in einem Prozess ausloten muss, was ist für den jeweiligen Fall die richtige Lösung. Und es kann sich ja sogar ändern, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Lösung richtig ist, man aber irgendwann einen Strategiewechsel vornehmen muss, einen Zielwechsel vornehmen muss. Und vielleicht ist sogar ganz am Ende die Stiftung das richtige Mittel statt eine Gesellschaft, wenn man sagt, man möchte eigentlich nur noch für die Versorgung der Nachkommen sorgen, möchte die aber von dem Vermögen ein bisschen fernhalten und trennen, weil man Angst hat und Sorge hat, dass die Kinder das alles ausgeben oder verkaufen. Ja. Das habe ich auch oft in Terminen im Gespräch mit Mandanten, wo sie sagen, wir möchten eigentlich nicht, dass das Immobilienvermögen zum Todesfall dann aufgeteilt wird, verkauft wird etc. Wir möchten das eigentlich generationenübergreifend erhalten. Das ist wie die Kuh, die Milch gibt. Die Kuh ist die Substanz, die Immobilien sollen erhalten bleiben, die Milch, die Erträge, soll praktisch permanent die Versorgung der Familienmitglieder sicherstellen. Und das kann man ja durch diese Gesellschaftsform ganz gut machen, weil man hat ja Gesellschaftsanteile. Das heißt, man kann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, so habe ich das verstanden, dass Vater, Mutter bleiben, die Hauptgesellschafter können selbst bestimmen, wer bekommt wie viel Gesellschaftsanteil und wer bekommt wie viel Liquidität ausgezahlt aus dem Firmenbereich. Ja, im Bereich der Personengesellschaften ist das genau richtig. Bei der GmbH ein bisschen schwieriger. Aber es ist genauso, je nachdem, was für ein Ziel ich habe, muss ich mich eben dann für eine Gesellschaftsform entscheiden. Und muss dann gucken, sind überwiegend die Vorteile, mit denen ich mein Ziel dann erreichen kann, die Nachteile, die ich eben bei einer bestimmten Form in Kauf nehmen muss. Aber es ist so, wie du sagst, man findet eigentlich für jeden Fall eine passende Lösung. Hinsichtlich dieses Durchregieren nach dem Tod versuche ich immer den vermögenden älteren Herrschaften mitzugeben. Ja, man kann gewisse Vorstellungen vorgeben, aber zu versuchen, noch 30, 40, 50 Jahre nach dem Tod Vorgaben zu machen, was die Kinder und Enkelkinder so alles zu tun haben, ist eine Möglichkeit, aber vielleicht nicht immer die beste. Nee, das ist die Herrschaft der Toten und die Lebenden. Genau, die Leben, so, genau so. Das, ja. Das versuche ich den Menschen auszutragen. Ja, genau. Aber wenn sie es wollen, machen wir es natürlich auch. Ja, klar. Gut, als Berater hast du die Aufgabe, Vor- und Nachteile zu benennen, entscheiden, damit leben muss der Mandant. Ja. Er muss die Verantwortung dafür übernehmen, auch tragen. Er muss damit leben. Ganz klar. Ganz so ist es. Und oft merkt man natürlich auch, wenn der Patriarch vor einem sitzt, der eben die Geschicke des Unternehmens auch mit 75 noch steuert und lenkt und schon zwei von drei Söhnen verschlissen hat in der Geschäftsführung, der tendiert natürlich eher zur Stiftung, weil er sagt, die können das eh alle nicht so gut wie ich. Also setze ich mal lieber jemand Fremdes als Stiftungsvorstand ein und die Kinder kriegen jeden Monat 10.000 Euro und sollen damit machen, was sie wollen. Aber Hauptsache, sie kommen nicht an mein Vermögen ran. Ja. Und gut, wenn das der Wille ist, da hilft dann auch meine Beratung nicht mehr. Dann machen wir es eben so, wie der will. Ja, das ist richtig. Aber so, Patriarch ist immer sehr schön. Du hast dann auch mit älteren Leuten zu tun. Jetzt bist du ja noch ein recht junger, ne? Wie alt bist du? Wie jung bist du? Ich werde übermorgen 42. 42, genau. Und 42 hast du natürlich schon sehr viel Lebens- und Berufserfahrung, muss man noch dazu sagen. Bist aber aus der Sicht eines 80-Jährigen noch ein junger Hüpfer. Wie kommst du denn damit klar? Du könntest ja der Sohnemann sein. Ist da irgendwo, erkennst du dir deinen Respekt durch Fachlichkeit, durch Einfühlungsvermögen? Auf welche Herausforderungen stößt du da? Also es kommt mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal vor, dass ein älterer Herrschaft mich anguckt und sagt, Junge, kannst du das denn überhaupt? Genau. Aber das habe ich mir zum einen Bart wachsen lassen. Und ich glaube, in den Gesprächen merken die Leute schnell, dass ich verstehe, was sie wollen, dass ich mich also da reinversetzen kann. Und oft hilft es aber auch, so jemanden, der eben dann da mit 70 oder wie auch immer sitzt, zu sagen, jetzt versetzen Sie sich doch mal in die Rolle Ihres Sohnes, weil die kann ich mich natürlich sehr gut reinversetzen. Und wenn eben
der Sohn bis dato nicht durchgedrungen ist zu seinem Vater oder zu seiner Mutter mit seinen Wünschen, dann hilft es vielleicht, wenn da jemand Drittes eben auch nochmal einen Denkanstoß gibt und aus der Sicht dann eines 42-jährigen Firmennachfolgers sagt, du Papa, ich möchte irgendwann selbst entscheiden. Und wenn man da als Berater ein bisschen mithilft, dann freut sich der Sohn und dann ist natürlich auch das Mandat für die nächsten 30 Jahre gerettet. Ja, ist natürlich auch ein wichtiges Argument. Ja, du berätst ja dann auch die nächste Generation weiter, ne? Ganz klar. Ja. Das ist natürlich immer so ein Punkt, wo wir aufpassen müssen. Wir dürfen ja nicht in einen Interessenskonflikt irgendwo reinkommen. Aber in der Regel sitzen ja Vater und Sohn oder die Generation gemeinsam dann irgendwann bei uns. Und wenn beide damit einverstanden sind, dass wir eben die Gesamtberatung machen, dann ist das in Ordnung. Und da muss man eben, wenn es streitig wird, dann sage ich auch, Leute, dann ich berate jetzt mal die Gesellschaft und ihr nehmt euch jeder einen Anwalt, der euch selber berät oder einen Steuerberater. Denn irgendwo kann ich da nicht mehr helfen. Ich kann zwar Mediator sein, aber da nicht auf einer Seite stehen. Mhm. Ja, das sind also, wie eben schon gesagt, nicht nur die fachlichen Herausforderungen, sondern du bist auch so eine Art Coach und Psychologe, ne? Ja. Und dafür hast du das Fingerspitzengefühl, das ist mir gleich aufgefallen. Du bist ein super Zuhörer, stellst gute Fragen, kommst super sympathisch rüber, auch sehr kompetent. Und das heißt, nur das Fach-Know-how zu haben, reicht in so einem Business nicht aus. Jedenfalls nicht, wenn man tatsächlich dann dauerhaft so ein Mandat betreuen möchte. Also ich glaube, man kann nicht der Berater einer Firma sein, wenn man stockstief im grauen Anzug da sitzt und nur fachliche Ratschläge gibt, aber nicht versteht, was eigentlich der Antrieb der Menschen ist, warum die etwas machen wollen. Ich glaube, da sind dann die Fachanwälte oder Fachspezialisten die richtigen, die den Einzelfall einmal betreuen, einmal den Vertrag schreiben. Da reicht, glaube ich, das pure Fachwissen aus. Aber wenn ich einen Betrieb, eine Familie, eine Unternehmung über Jahre und Jahrzehnte betreue, dann muss da die Chemie zwischen Unternehmer und Berater auch passen, sonst funktioniert das dauerhaft nicht. Ja, absolut. Lass uns jetzt mal auf die Zielgerade kommen, Thema Grunderwerbsteuer. Was müssen wir denn da beachten? Ja, die Grunderwerbsteuer spielt oft eine Rolle in den Übertragungen zwischen den Generationen und zwischen Eheleuten zum Glück nahezu nie. Denn das Gesetz stellt eben Grund- oder Immobilienübertragungen zwischen Eheleuten, also unmittelbar zwischen Eheleuten und zwischen den Generationen, also Eltern auf Kinder, solange sie unentgeltlich sind, dann stellt sie frei, auch wenn sie entgeltlich sind, entgeltlich wie unentgeltlich. Mhm. Weil es Familienbusiness ist. Weil es Familienbusiness ist. Das heißt, immer wenn ich zwischen Eheleuten bin oder im Familienstamm nach unten gehe, dann bin ich aus Kinderenkel. Ne? Kinderenkel. Mhm. Ja. Ich bin schon wieder beim Steuerberater. dann ist es grunderwerbsteuerfrei. Aufpassen muss ich eben dann, wenn ich mit anderen Rechtsformen, also beispielsweise Stiftung, beispielsweise GmbH unterwegs bin, weil ich da eben verschiedene Rechtssubjekte habe, wo diese Befreiung nicht zwingend gelten. Wenn ich wieder unentgeltlich unterwegs bin, habe ich das Thema Grunderwerbsteuer in der Regel nicht. Sobald ich aber zum Beispiel Schulden mit übertrage, gilt eine Übertragung nicht als unentgeltlich, sondern als entgeltlich. Und wenn ich diese Schulden plus Immobilie in die GmbH packe, habe ich ein Grunderwerbsteuerthema. Im Personengesellschaftsbereich ist das dann auch wieder ein bisschen einfacher, weil ich da eben oft, oder weil da auch das Grunderwerbsteuergesetz wieder sagt, solange ich Anteil übertrage an Gesellschaften, sind die vom Grundsatz her grunderwerbsteuerfrei. Also es gibt viele Möglichkeiten, grunderwerbsteuerfrei, entweder die Immobilie selbst in eine Gesellschaft oder Gesellschaftsanteile auf verschiedene Generationen oder Immobilien zwischen den Generationen zu übertragen. Ich muss aber bei jeder Transaktion dran denken. Ja. Ist ja gerade bei Gesellschaftsanteilen ein Share-Deal, wie das dann so schön heißt, diese 95%-Grenze zu beachten. Ja, ganz genau. Also nicht 95% der Gesellschaftsanteile darf übertragen werden, dann fällt Grunderwerbsteuer an. Genau. Wenn ich also wenn ich 95% oder mehr übertrage, dann fällt Grunderwerbsteuer an. Mhm. Aber auch nur im Zeitraum von 5 Jahren, sodass ich also auch da bei einer vernünftigen Strukturierung des Ganzen eigentlich immer grunderwerbsteuerfrei bin. Und es kommt seltenst vor, dass eben Anteile 100% der Anteile übertragen werden. Oft geht es ja darum,
beispielsweise alle 10 Jahre 5-10% der Anteile auf die Kinder zu übertragen. Mhm. Und an der Stelle habe ich dann kein Grunderwerbsteuerthema. Mhm. Ich habe bei der Personengesellschaft da sogar noch den Vorteil, ich kann das auf dem Bierdeckel machen. Ich brauche nicht zum Notar. Ich kann also meine Immobilien, die schon in einer Personengesellschaft sind, einfach durch ein privatschriftliches Stück Papier übertragen, ohne dass ich zum Notar gehen muss. Mhm. Auch ein Kostenvorteil wieder der Familienpersonengesellschaft. Ja, okay. Sollte aber vorher mit dem Berater durchgesprochen sein, ob das Sinn macht. Ja, ganz klar. Also nicht nur um den Tagkosten zu sparen, sondern ja, ja, jetzt alles in der Familienpersonengesellschaft packen. Genau. So, da haben wir Grunderwerbsteuer. Dann, was ja sehr oft gemacht wird, ich erlebe das sehr oft, die Eltern wollen den Kindern was Gutes tun, da ist Immobilie vorhanden, wo Mieteinkünfte da sind, wir machen was mit Nießbrauch. Mhm. Erzähl doch dazu mal so ein paar Sachen. Ja, auch eine schöne Idee, wenn ich also nicht über diese Gesellschaftsstrukturierung gehen will, sondern wenn ich einfach nur sage, ich habe eine vermietete Eigentumswohnung oder ich habe ein Vier-Parteien-Haus, ich möchte schon mal die 10-Jahres-Grenze im Rahmen der Schenkungssteuer ausnutzen. Ich bin aber noch auf die Einkünfte angewiesen. Dann kann ich tatsächlich sagen, ich übertrage das Eigentum an Grund und Boden auf die Kinder, behalte mir aber den Nießbrauch vor. Eine Möglichkeit. Nießbrauch heißt, die Mieterträge bleiben bei mir. Nutzen und lasten sie bei mir. Das heißt, ich bekomme die Mieten. Ich muss aber eben auch Instandhaltung etc. bezahlen. Mhm. Das kann je nach Alter des Schenkers oder des Übertragenden einen schönen Sinn machen, weil oftmals eben der mit Nießbrauch belastete Grund und Boden schon sehr einen hohen Wert hat. Und wenn ich sage, beispielsweise, ich habe eben noch Freibetrag übrig von den 400.000, dann ist das eine wunderbare Gestaltung, die steuerlich relativ einfach zu handhaben ist, muss notariell gemacht werden. Es ändert sich eigentlich gar nicht viel, außer dass im Grundbuch eben steht, Immobilieneigentümer sind jetzt die Kinder. Aber steuerlich, ertragsteuerlich bleibt alles beim Alten. Ich versteuere als Schenker die Einkünfte und kümmere mich um meine Immobilie, wie es vorher auch gesagt habe. Wobei viele kümmern sich ja dann nicht mehr um die Immobilie. Ne? Die Erträge und die Immobilie dümpelt dahin. Das ist meine Lebenserfahrung. Ja klar, ich kann es, jeder, der eine Immobilie besitzt und vermietet, weiß, was das für ein Aufwand ist, wenn der lästige Mieter wieder anruft und der Wasserhahn tropft. Und je älter man wird, desto weniger Lust hat man vielleicht auch, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Mhm. Aber wir sprachen eben drüber, ich kann meine Kinder ins Boot holen. Wenn ich denen sage, du wirst das alles mal bekommen, wäre schön, wenn du dich jetzt darum kümmerst. Mhm. Die Kinder, mit denen man guten Draht hat und die das auch können, die werden es auch machen. Ja, das ist richtig. Weil ganz interessant ist ja dann, statt Nießbrauch zu machen, zu sagen, komm, ich verkaufe dir, lieber Sohn, die Immobilie, Vorteil. Es fließt Geld auf der einen Seite und der Käufer hat natürlich die Abschreibung auf einmal, der beim Nießbrauch ja nicht hat. Ne? Das heißt, das geschenkte Immobilie kann ja nicht von dem, der die dann besitzt, weiter abgeschrieben werden. Die ist weg, die Abschreibung. Und der Nießbrauch muss natürlich steuerlich auch angesetzt werden beim Nießbraucher, sprich bei dem Verschenken, bei dem Schenker. Ja, die Mieteinnahmen muss ja trotzdem weiter als Nießbrauch hochgerechnet werden und kommt, findet eine Besteuerung statt. Ja, ich weiß, es gibt, also machen viele Berater, ist auch ein schöner Punkt. Witzigerweise in meinen bisherigen Fällen noch nie da gewesen. Mhm. Ist aber, glaube ich, Zufall. Ja. Aber auf jeden Fall eine Variante, die sich sehr gut rechnen kann. Ja, also wir haben das mit einem anderen Berater mal durchgezogen. Da ist die Immobilie verkauft worden an den Sohnemann und hat die Abschreibung ziehen können. Und der Kaufpreis ist halb bei der Bank finanziert worden, halb von den Eltern wieder als Schenkung gekommen. Man kann dafür die Schenkungssteuerfreibeträge ausziehen. Und das Geld, was nachher bei den Eltern landete, konnte man dann wieder in eine Versicherungspolice geben, wo man dann mit Versicherungsnehmereigenschaften so 1%, 99% gearbeitet hat. Auch eine ganz interessante Geschichte. Absolut. Da betreten wir jetzt natürlich ein Terrain, was jetzt natürlich wieder sehr, sehr ins Detail geht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man hier etwas optimieren kann. Aber natürlich klar, es muss für jeden nachvollziehbar sein, verständlich sein, denn nur dann kann man solche Sachen gestalten. Ich weiß, welchen Berater du meinst und mach das gut und ist auf jeden Fall eine Idee. Es ist genau wie du sagst, das sind so genau die Fälle, eben ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung, wo man das wunderbar machen kann. Ich habe witzigerweise die letzten Jahre fast immer diese großen
Fälle gehabt, wo es eben nicht nur um diese eine Immobilie ging, sondern um Konglomerate der Immobilien, wo wir eben fast immer auf den Zug Gesellschaft aufspringen. Mhm. Aber wie du sagst, es gibt die schönsten Ideen, wie ich steuerlich was tun kann und die Ziele des Mandanten erreiche dabei. Mhm. Ja. Denn eins ist auch klar, nur aus steuerlichen Zwecken irgendwas zu machen, macht nie Sinn. Und ich frage immer, was wollen Sie denn eigentlich? Und ob das hinterher steuerlich günstig ist, das gucken wir im zweiten Schritt. Ja. Aber nur aus steuerlichen Gründen was zu machen, bin ich kein Freund von. Es muss auch Sinn machen zusätzlich. Da bin ich bei dir, denn nur um Steuern zu sparen, da sind so viele Sachen, die Hose gegangen auf gut Deutsch. Ja. Da gab es ja Bauherrmodelle und was weiß ich alles, wo Leute nur aus steuerlichen Gründen solche Sachen gemacht haben, aber die haben gar nicht das Ziel gehabt, Vermögen aufzubauen, sondern sie wollten Steuern sparen. So ist das. Ja. Vermittler haben verdient und am Ende hat der Mandant die Zeche gezahlt. Ja. Ich habe jetzt noch so viele Mandanten, die noch irgendwelche geschlossenen Fonds restweise in ihren Beteiligungen haben und die sich heute noch darüber ärgern, warum sie denn unbedingt dieses Containerschiff kaufen mussten oder dieses Haus in Ostdeutschland und am Ende haben sie alle drauf gezahlt. Ja, ist sehr oft der Fall. Das ist richtig, ja. Ja, du, wir haben jetzt über eine Stunde acht Minuten ein super Interview gehabt mit sehr, sehr vielen wirklich Facts, richtig guten Dingen. Ich denke mir, das sollte auch jeder sich 2-3 Mal anhören, denn es ist einiges dabei, nicht für jeden alles, aber für den einen oder anderen. Sei es, du kaufst dir selbst Immobilie, denkst daran, eine Vermietungs-Verpachtungsimmobilie zu machen, was es zu beachten gibt. Ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen Appetit gemacht nach dem Motto, hey, mit Immobilien kann man etwas aufbauen, Geld verdienen, aber es muss alles wohl durchdacht sein und frag einen Spezialisten. Das ist die Botschaft. Sag mal, wenn einer auf dich so zukommen möchte, wo kann er ein bisschen was über dich schauen? Internetseite habt ihr mit bestimmt. Also www.deltax.de, ganz einfach. Genau. Ich nehme dir auch die Shownotes mit rein, auch deinen Namen. Ich glaube, du bist ja mit Bild auch, glaube ich, zu sehen auf der Seite. Ich weiß, da seht ihr den jungen Mann auch mal mit seinem Dreitagesbart. Genau, wir haben natürlich nur die Geschäftsführer auf der Homepage mit Bildern, damit gar keiner unserer wertvollen Mitarbeiter abwirkt. Die sind Gold wert und dementsprechend findet ihr mich. Ruft mich an, meldet euch, ich helfe gerne und gemeinsam kriegen wir auch schon was Gutes auf die Beine gestellt. Wenn es Leute gibt, die jetzt auch begeistert sind für den Beruf eines Steuerberaters, Bilanzbuchhalter und so weiter, sucht ihr manchmal Leute? Wir suchen ständig und immer und freuen uns über jede Bewerbung, die bei uns ankommt. Also sollte irgendjemand auch nur ansatzweise steuerliche Kenntnisse haben und Lust, in einem guten Team zu arbeiten, mit einem netten Chef, dann meldet euch wir unterhalten uns gern. Ja, super. Simon, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Sehr lebendig und vorhin hast du super Facts rausgehauen. Das zeichnet dich aus. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und euch sage ich nur, hört euch das bestimmt 2-3 Mal an. Es sind so viele tolle Tipps. Und ich danke euch dafür, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns doch bitte eine schöne Bewertung auf iTunes, möglichst 5 Sterne, denn ihr wisst, auf iTunes unter 5 Sternen, das zählt nicht. Und wenn ihr eine Rezension sogar schreiben wollt, immer wieder gerne gesehen, denn das gewährleistet, dass dieser Podcast auch von vielen anderen gehört werden kann, die diesen Podcast noch nicht kennen. Recht herzlichen Dank, alles Gute und denkt dran, lasst euch nicht abzocken. Euer Holger. Tschüss.